Willkommen zurück bei Let's Play Terranigma. Jetzt schon mit Part 54. Oh mein Gott, sind wir schon weit gekommen. Ne, gekommen eher nicht, aber... Partmate, sind wir schon ganz schön weit vorne. Das ist schon ziemlich cool. So, dann gehe ich mal hier rein, damit wir dann mal auch weiter können. Gucken wir mal, was da alles auf uns lauert. Okay, wer bist du? Von der Goldküste aus findest du den Odenfels im Westen. Dort sagt ein Wissenschaftler, Beruga, er erforscht das Ende der Welt. Frieden herrscht in der Welt. Aber es gibt immer noch Ausnahmen. Oh yeah. Gut. Und ich sage mal allen, die frisch von der Gamescom zurückgekommen sind, willkommen zurück, und die anderen, die daheim geblieben sind und dafür keine Lust, keine Zeit, kein Geld hatten. Bei mir war es nicht anders. Mir kommt es eh zuvor, als würde wirklich jeder dahin pilgern. Gut, ich würde wahrscheinlich auch, wenn ich es könnte, hinreisen wegen der Wii U und wegen ein paar anderer Games. So, erstmal mit euch labern. Was ist mit euch los hier? Auch des Schiffsreisenden wird das drauf gefallen. Man kommt denn doch nur mit dem Schiff hin, oder? Ich glaub schon. Selten bekommen wir Besuch. Das Dorf ist schwer erreichbar. Naja, mit dem Schiff geht das doch. So, was sagst du uns? Wir machen uns täglich Gedanken, wie man diese Stadt bekannter macht. Ich würde mal sagen, macht irgendeine bescheuerte Fernsehserie, ihr seid bekannt. Irgendwie wird das schon gehen. Es gibt hier viele Attraktionen. Das Essen ist gut. Und die Koalas sind süß. Oh, meine Hüfte. Oh. Dennoch haben wir kaum Besucher. Ich frage mich, warum? Wahrscheinlich nicht wegen mir. Bestimmt nicht. Und was glitzert denn da Schönes? Gott, wie kann man da nochmal hin? Gott, da gab es irgendeinen Trick, wie man da hinkam. Oder war das durch irgendeine kleine Quest? Ich weiß gar nicht. Hier in der Goldküste gibt es auch nur 3 Quests. Die werden wir dann auch, wenn es gut läuft, schon in diesem Part packen. Auch wenn ich da etwas schwarz sehe von der Zeit her. Worüber reden denn die Leute den ganzen Tag? Mir wäre es lieber, wenn es nicht so viele Fremde herkommen würden. Gut, das kann ich gut nachvollziehen, aber was macht denn dein Koala-Bärchen da oben, mein Gott? Hallo, Bärchen. Hallo. Huhu. Hätte das gar nicht heute. Gut, da gucke ich auch mal später, wie es geht. Ich habe mich nur wieder null vorbereitet, also... Ich weiß gerade nicht, wie man die runterkriegt. Und vor allem diese Kristalle, Koala ist mir denkbar Wurst. Ob ich da hochkomme? Muss ich nachher mal nachforschen. Gut, dann gehen wir mal in SeaWorld. In Seahouse natürlich. Ich kenne auch noch Steakhouse, aber mal gucken, was es im Seahouse so gibt. Exakt dasselbe. Seahouse. So, da können wir noch nichts essen, da wird sie dann die hübsche Bedienung beschweren. Entschuldige, aber du hast ja nicht bezahlt. Okay. Hallo, bei uns gibt es Krabbenbrot für nur 15 Taler. Wir sind stolz auf unsere Preise. Das ist ein cooler Werbeslogan. Natürlich. Danke. So, unser Blütwiede ist, denkt sie, dass das Krabbenbrote sind. Und natürlich essen wir mal den ganzen Tisch hier leer, weil wir es können und weil unser Magen so groß ist. Wie... Baum. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, leider war ich nicht bei der Gamescom und habe es auch zeitlich und finanziell nicht gepackt. Aber trotzdem, demnächst gibt es ja so übelst geile Spiele, das ist wirklich krass, sogar mal ein paar, die mir gefallen. Und es ist schon wirklich was. Ich muss sagen, vor allem derzeit Darksiders 2, das würde mir schon ziemlich zusagen. Auch wenn ich glaube, dass mein PC um einiges zu schlecht ist, deshalb habe ich das mal nicht vorbestellt bzw. gekauft. Das kommt am 21. raus. Aber dafür ein anderes Spielchen, nämlich Sleeping Dogs. Da muss ich erstmal gucken, ob das mein PC überhaupt verkraftet.
So. Und wenn ihr es den PC gut verkauftet und dann gucke ich auch mal, ob ich daneben noch Fraps laufen lassen kann und Outer City. Ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, aber ich spiele mit dem Gedanken, da ein Let's Play zu machen. Und dafür wahrscheinlich The World's End bis 2 mal etwas auf die Seite zu schieben. Denn ich glaube, dass wir einiges besser und ich will auch mal ein richtig, richtig geiles Spiel zeigen, auf das ich übelst Bock hätte. Und ich glaube, das würde schon ziemlich gut auf Sleeping Dogs passen. Ich denke zwar nicht, dass es jetzt so ein übles Mainstream-Game wird. Spätestens wenn GTA 5 rauskommt, wird das sowieso vergessen und niemand interessiert sich da für noch, aber ich hätte da schon ziemlich Bock drauf, denn es soll ja so ein ziemlich stark asiatisch angehauchtes GTA sein, mit einem Undercover-Cop. Und ich habe auch schon einige Spielvideos und Spielszenen gesehen und es sieht ja doch ziemlich geil aus. Und mal gucken, wenn es der PC gut verkraftet, dann wird es ja demnächst auch ein Let's Play geben. Höchstwahrscheinlich nach Zurück in die Zukunft. Aber das dauert ja auch noch ein Weilchen. Und bis dann kann ich auch mal ein bisschen reinspielen, ob das überhaupt was für mich ist. Und auch aufgrund meines Kommentars bin ich mal gespannt, ob ich das dann gut kommentieren kann. Denn es ist nicht gerade so ein fröhliches Kinderspielchen. So wie Hello Kitty und My Little Pony. So, wer bist du denn? Meine Filets sind die besten der Welt. Ich frage mich, wie ich es der ganzen Welt kundtun kann. Kannst du für mich Werbung machen? Nee, doch. Kein Problem. Aber wie soll ich denn werben? Probier mal. Sie sind knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter und zart wie Bockwürste. Und darum ist es ein Filet. Ein Biss sagt mehr als 1000 Worte. Das finde ich so einen geilen Spruch zu Twilight. Saß ich mal so schön stehen, um es mal auf euch wirken zu lassen. Weiter geht's. Gib es an jemanden weiter, der es zu würdigen weiß. Wir kriegen ein Stück Filet. Oh je. Das wird die nächste Quest, die wir natürlich gleich in Angriff nehmen. Aber vorher, Moment, ich habe mir mal alles mal schön notiert hier auf meinen kleinen Zettelchen. Da gibt es drei Sachen. Einerseits müssen wir dann ein Foto machen und in eine beliebige Touristikbüro abgeben. Dann müssten wir von den Will Landebahnskizzen für Flugzeuge holen und diese dem Bürgermeister hier geben. Und dann kriegen wir hier das Rindefilet, das haben wir gerade gekriegt. Und müssen es bei einem Feinschmecker in Liberica abgeben, der da irgendwie Fettwerbung macht. So, fangen wir mal Paparazzi-mäßig an und schießen ein Foto. Muss ich erstmal die Kamera finden in meinem Sammelsurium. Das Ölgemälde können wir auch demnächst mal abgeben, aber das mache ich auch später, wenn wir wieder auf hoher See sind. So, Kamera auswählen und... Was fotografieren wir denn Schönes? Das würde ich schon. Kühe, Koala und der Volltrottel in der Mitte. Zack! An Goldküste hat Otaku ein Foto gemacht. Oh yeah. Gut, das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Fritz, der... Nee, Will. Will, der war doch... War denn der nochmal? Werde ich wahrscheinlich auch erst später drauf kommen, denn... Irgendwie glaube ich nicht, ist nicht, dass ich es zeitlich schon mal gebacken kriege, dass ich ja komplett in Goldküste fertig bin. Aber wir haben noch viel, viel Zeit, da wird es doch schon irgendwie klappen. So, erstmal hier... Wieder auf hohe See gehen. Ach, ich sag's nicht, auf Sleeping Dogs, da freue ich mich schon übelst drauf. Das wird bestimmt ziemlich geil. Und ich dachte mir, ich hole entweder Darksiders 2 und spielt so für mich privat oder Sleeping Dogs. Und so habe ich das mal gekauft. Da habe ich übrigens auch die ungeschnittene österreichische Version gekauft, die auch seltsamerweise fast um die Hälfte billiger ist. Das finde ich schon ziemlich eigenartig. Aber naja. Bin auch mal gespannt, wie die Uncut-Version ist. Bisher habe ich, glaube ich, nur Videos von der geschnittenen deutschen Version gesehen. Und es war auch schön gewalttätig, so wie ich es mag. Und bisher war immer so GTA-Spielen
mit so Open-World-Elementen war ich bis etwas weniger angetan. Vor allem bei... Wo schippe ich denn hin? Ich bin doch blöd. Oder muss ich da hin? Ein Orientierungssinn wie ein Bulle. Was sollte ich sagen? Genau. Es hat mich immer an GTA etwas gestört, dass es immer so ziemlich italienisch und Mafia-mäßig war und jetzt das Ganze noch asiatisch. Das wäre schon geil. Leider nicht komplett japanisch, also aber soweit ich weiß und gesehen habe, wird das auch eine kleine Mischung sein aus Chinesisch, Japanisch und Thailändisch, glaube ich auch. Ist Europa schon mal schlecht? Mann, wo bin ich denn? Wie bin ich denn dahin gekommen, verdammt? Ja, ich kann auch nicht reden und fahren gleichzeitig. Muss ich auch nicht hin? Und ich freue mich schon übelst mal, wie das... Moment, England, Moment. Wenn wir mal da sind, also Onkel Fritz. Sir Fritz, genau. Der will auch dieses Ölgemälde, wenn wir schon mal da sind. Dann kriegt das der Typ. Ja, der wollte doch so ein Dekorationsstück haben. Wir tragen schon seit Jahren tragt dieses Ölgemälde mit uns rum. Das geben wir ihm gleich mal. Dann haben wir das auch schon. Guck mal. Was ist das für ein Gemälde? Es ist wunderbar. Ich muss es haben. Der Preis spielt keine Rolle. Es gehört dir. Vergiss es, das ist meins. Natürlich gehört es dir aber nur, wenn wir dafür schön viel Asche kriegen. Das weiß ich. Es ist von Marcel aus Loire. Aus Loire? L.A. Noir? Ich hänge es gleich auf. Das ist mein Dank. 1000 Taler. Einiges ist das weniger, aber... Naja. Gut, sieht man es schon irgendwo? Moment, hängt es schon? Ja, es hängt schon. Gott, sieht das kacke aus. Dieses Kunstwerk sollte ja auch vielen anderen Menschen genießen können. Als Millionär wollte ich diesen Künstler unbedingt unterstützen. Du musst herausfinden, wer das Bild gemalt hat. Ich weiß doch, wer es war. Es war doch Marcel aus Loire, du Trottel, ich geh weit her. Hallo, kleines Hündchen. Was sagst du zu Sleeping Dog? Kleff, kleff. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Vielleicht mache ich auch mal ein kleines Unboxing dazu, bin ich mir nicht ganz sicher. Vor allem, wenn ich dann das Unboxing mache und dann aus irgendwelchen Gründen das LP doch nicht geht, dann stehe ich ziemlich blöd da. Denn das ist von Square Enix und die haben nicht gerade so eine gute Einstellung zu Let's Plays. Vor allem bei aktuell rausgekommenen. Und hier will ich mir nicht direkt ins eigene Fleisch schneiden. Obwohl ich bisher keinen Content-ID-Treffer habe, also keinen sogenannten Strike. Aber da will ich ja doch erstmal schauen, ob das geht. Und wenn alles schön klappt, dann kommt das ganze LP. Was schön viele Parts haben wird. Und da können die Action-Freunde gleich bei mir bei Sleeping Dogs mitgucken. Die Fußballfreunde haben dann ihren Spaß mit... Jetzt bin ich schon wieder da, was ist denn los heute? Die Fußballfreunde haben dann Spaß bei Inazuma Eleven. Und die Retro-Fans kriegen dann ihren Fun mit Secret of Mana. Das werde ich nach Terranigma machen. Hab ich auch noch gar nicht erwähnt. Ja, ich hoffe dann mit ist dann... Findet dann doch jeder das, was er will. Und wenn nicht, dann muss er etwas warten, bis noch was anderes kommt. Ich hatte auch immer etwas blödes Gefühl, da immer die DS-Games, die sind nicht gerade so schön und so modern und so Hightech und da mal ein schönes Spiel in HD-Optik, glaube ich, muss... Doch, ich muss ja aussteigen, genau. So. Der Rest ist ja ein Fußmarsch. Denn ein PC-Spiel ist ja doch etwas schöner anzusehen. Um ein bisheriges PC-Game mit Zurück in die Zukunft, das ist ja nicht gerade so der grafische Knüller.
Auch wenn es in 1080p kommt, also Full HD. Da muss ich auch mal gucken, ob ich das... Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es klappt. Also ich denke, wenn ich Sleeping Dogs Let's Playen werde, dann wird es wahrscheinlich in HD kommen. Also 720. Ich glaube... verdammter Frosch im Hals. Ich glaube, vielmehr wird meine alte Mühle nicht mehr hinkriegen mit den ganzen Zusatzprogrammen, die dazu noch laufen. Und ja, ich freue mich schon drauf. Das wird voll geil. Vor allem auch, da ich jetzt mit Kingdom Hearts fast schon fertig bin. Da bin ich, glaube ich, schon bei 70% durch von der Story her. Und bisher fast alles 100%. Das ist schön. Und the game must go on. Hallo Tom. Ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. Bring mir schmackhafte Speisen. Und ich belohne dich. Was ist heute nur los? Als ob ununterbrochen zwei Frösche in mir Liebe machen und immer der Frosch hochkommt. Moment, das ist da. Das fällt mir natürlich an. Ist ja kein Ding, du. Oh, und guck mal. Mann, das sieht aber sehr lecker aus. Nein, du bist nicht mehr ein Feinschmecker. Lass mich doch mal kosten. Okay. Nee. Okay. Bitteschön. Das ist Filet von der Goldküste. Goldküste? Habe ich noch nie gehört. Naja, egal. Lass mich mal probieren. Wir geben das Filet weiter. Und... dreimal gegen den Tisch gerannt und es ist verspeist. Lecker! Ein ganz und gar exquisites Stück Fleisch. Hervorragend! Normalerweise speise ich ja nur in großen Restaurants wie zum Beispiel McDonald's. Aber ich muss sagen, dieses Filet ist mir auch ganz gut bekommen. Nochmal dreimal dagegen gerannt. Ich werde es leicht anbraten und mit Kräuterbutter garnieren. Kräuterbutter ist geil! So, dann der letzte Sprint. Und er hat es verspeist und wahrscheinlich schon verdaut. Ich will es gar nicht wissen. Vielen Dank für diese Köstlichkeit. Ich, Tom, Wallace Driddle, sage, das wird in die Geschichte eingehen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. 100 Taler. Für 100 Taler kann ich mir nicht mal eine Tüte Chips kaufen hier. Gut. Hallöchen, du kleine Schlampe. Hier lebt ein Mann, der sehr viel von guten Essen versteht. Seine Meinung bestimmt, ob die Speisen Weltruf erlangen. Okay. War wahrscheinlich Jamie Oliver. Und wir gehen weiter. Auch fast keine Zeit mehr bleibt. Ich hab mal wieder die Zeit nicht nachgemessen. Moment, ich hab eine Idee. War der nicht hier? Der Willi. Nee, nicht in Seeheim. Ich weiß nicht, wie das Dorf innen drin aussah. Das war nicht hier, das war woanders. Nee, Moment. Eine Koordination. Eine Koordination, verdammt, das wollte ich Choreografie sagen. Eine Koordination wie ein Stück Fleisch. Jetzt weiß ich, glaube ich, wieder, wo das war. Ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt, aber ich weiß, wie sie von innen drin aussah. Und da müssen wir hin. Denn da will, glaube ich, will sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da war oder woanders. Aber ich bete mal doch, dann ist schon mal die Goldküste 100% ausgebaut. Und das ist ja geil. Spring runter, du kleines Ei. So, das war... entweder war das hier oder woanders. Nö, das war woanders. So, erstmal aufsitzen hier. Dann hier entlang fahren. Ich glaube, das war hier irgendwo. Hier irgendwo. Zwischen Nil und...
Wo war es denn? Sag es doch an. Es war nicht hier oben in Grönland. Das war hier in Usbekistan auch nicht. Wenn ich mir nur diese Namen merken könnte, das wäre einiges besser. Da war es auch nicht. Wo bist du? Nee, das war links, genau, auf der linken Seite der Welt. Genau, bei dem Alaska vorbeigeschreddert. Moment, hier muss ich da rein. Durch die Lücke. Das war doch hier irgendwo. Nö, da war es hier irgendwo. Ich bin wieder in Japan. Da wollt ich doch gar nicht hin. Was ist das denn? Ich glaube, da war ich schon, aber ich gucke mal nochmal nach. War ich da schon mal? Irgendwie glaube ich gerade nicht. Ist das nicht da, wo die Stiefel sind? Ich glaube schon. Das ist irgendwas Cooles. Yeah, wir kriegen die Turbo Schuh. Hey, die hätte ich ja ganz vergessen. Na super. Jetzt sind wir noch gut zu Fuß und da ist noch irgendeine Waffe oder was? Nee, das Geld. Guckt euch das an. Alles ist hier voll. Turbo Schuhe, hey. Sie machen dich schneller. Gerade so irgendwie so. Nee. Ah, Moment, das war doch so. Das ist auch so blöd umständlich. Na, ja. Nimmt man Anlauf und zack. Ich glaube, da konnte man einige Dinge durchbrechen, aber ich bin mir nicht gerade so sicher. Aber da sind zumindest immer schnell unterwegs, kann aber nicht die Richtung währenddessen ändern. Und die Laufanimation sieht wie immer etwas doof aus. Na, hätte ich doch fast was vergessen, war ich da schon. Eieiei, war ja schon. Jo, da war ich schon. Dann war ich da schon 2-3 Mal und habe trotzdem die Schuhe übersehen. Das sieht man mal, wie blöd ich der Icke bin. Icke Weste. Das war doch hier irgendwo, ich bin doch nicht blöd. Kapstadt, das ist nicht meins. Wollen wir running out of time? Moment, was war da? Das war die Sahara. Da will ich auch nicht hin. Ich glaube, ich habe heute schon 3 Mal die Welt umrundet, sind wir wieder hier Richtung England. Ne, da ist es doch. Müssen wir etwas länger ablegen, aber das tut ja nicht weh. Ahola, genau. Oh my god. Da wollte ich hin. Zumindest glaube ich, dass das der hier war. Hallo Fritz. Heinz. So, kaum Industrie. Da müssen wir auch noch was machen, denn es ist gerade bei 0%. Das ist nicht gerade viel. War das nicht der hier? Ich bin mir gerade etwas unsicher. Wer bist du denn? Nee, du warst es nicht. Ich glaube, der war irgendwo hier in der Nähe. Bin mir gerade etwas unsicher. Handwerk. Moment, nochmal nachgucken. Wie heißt der Hans Wurstens? Der heißt Willy. Und wer bist du? Ich stelle gerne solche Töpfe, andere Dinge hier. Es hat einen schönen Kirchenschmuck entwerfen. Nur was? Vielleicht könnte ich ein wertvolles Mineral verwenden. Gut, das ist die nächste Quest. Das sind die Quests in Ahola. Da sind wir noch nicht dabei. Heute war ich echt im falschen Haus. Das war diese komische... Nee, das war die Schule mit dem komischen Kreuz. Da warst du doch da. Bist du das? Nö. Nö. Alter Wackelkopf. Jetzt gucke ich noch schnell in der anderen Stadt nach.
Wenn es da nicht ist, dann beende ich einfach den Part hier irgendwo. Ich dachte, das wäre hier. Da ist nur das. Da sind diese komischen Quadros. In der Lederhose. Dann war das wahrscheinlich da drüben. Gucken wir mal nach. First Avenue, war das nicht hier irgendwo? Egal. Das gucken wir uns mal im nächsten Part an. Und wir nehmen einfach mal den Part hier. Und im nächsten Part gucken wir mal, ob wir irgendwo den Will auftreiben können. Der muss hier irgendwo sein, oder? Ah, das sind keine Sleeping Dogs, das sind Wache Dogs. So. Gut. Dann sagen wir mal wieder Danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.